Hallo zusammen und viele Grüße mal wieder aus Kalifornien. Ich gehe heute mit euch mal wieder in ein Highlight des Retailer-Lebens hier in den USA. Ich gehe heute mit euch zu Food Max. Food Max ist ein, ja, nun Discounter oder eine Art Discounter. Sorry, lass mal kurz den Truck vorbeifahren. Relativ laut. Also Food Max ist eine, ja, Art Discounter, wobei, wenn man in Deutschland an Discounter denkt, denkt man an irgendwie eine Palette super billiger Lebensmittel oder Waren, die auf den Boden geworfen werden. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Also der Preisunterschied zu in Anführungsstrichen normalen Supermärkten in den USA ist jetzt hier nicht so wahnsinnig groß. Dennoch ergeben sich hier unter Umständen einige Savings. Lasst uns einfach mal reingehen in Food Max. Max, don't have sex with your ex. Wer erinnert sich noch an dieses Highlight der Musikgeschichte von 1995? Hat jetzt hiermit Gott sei Dank nicht so viel zu tun. Aber Food Max selbst ist einer, gehört der Kette Safe Mart. Also ihr findet hier in Kalifornien, ich glaube sogar nur in Nordkalifornien und in Nordnevada findet ihr Supermärkte, die gebrandet sind Safe Mart. Und dann findet ihr halt noch Supermärkte, die Lucky gebrandet sind. Also Lucky haben wir bei uns auch in der Ecke. Das ist doch ein Retailer, ein Supermarkt, den ich euch bisher noch vorenthalten habe. Er steht auch noch auf meiner Liste, dort reinzugehen. Und das ist wie gesagt die gleiche Kette unter dem Namen Safe Mart, die 207 Läden haben und einen Umsatz von 4,9 Milliarden Dollar pro Jahr machen. So, werden wir jetzt hier radikale Hamsterkäufe sehen wegen dem Coronavirus oder wird es nicht der Fall sein? Bisher sieht es ja noch relativ gut hier aus, was hier tatsächlich relativ günstig ist im Vergleich zu, ja, jetzt zum Beispiel gerade besagtem Lucky Supermarkt, sind die Lebensmittelpreise, was Obst und Gemüse angeht. Was gibt es hier so? Hier gibt es Erdbeeren für 1 Pfund, 3,79. Blaubeeren, krass schrumpelig aussehende Jalapenos, Pasilla Peppers, 99 Cent pro Pasilla Pepper. Hier drüben kann man sich Wasser kaufen, 38 Cent pro Gallone. Ich habe es bisher nicht so ganz verstanden, warum Leute das machen. Da gibt es auch eigene Läden, die komplett nur so ein Wasser verkaufen in solchen großen Kanistern. Letztendlich kann man es halt auch durch so eine Filteranlage laufen lassen zu Hause. Hier gibt es dann noch diese Dinger hier, die eigentlich reines Glücksspiel sind. Das hat ja jetzt mit Geschicklichkeit nicht viel zu tun. Die sind so programmiert, dass man in der Regel verlieren kann nur. Das ist Lotto. Ja, also da gibt es Powerball, Car Lottery, CA Lottery, Super Lotto und Mega Millions. Aha. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt. Also die Tickets kosten jetzt zwischen einem Dollar und 30 Dollar. Und hier gibt es noch einen Geldautomat. Wer weiß von welcher Bank. Und hier ist eine lokale DMV-Station. Die Frage ist, was man hier natürlich so machen kann. Vielleicht wahrscheinlich nur so Sachen, die man online auch machen kann. Also Registrierung fürs Auto erneuern geht halt nur online. Geht auch online, oder wer deswegen in einen DMV laufen würde, wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen wahnsinnig. Pro Pfund Spargel 1,49, weißen Spargel gibt es hier in der Regel nicht. Das ist alles grüner Spargel, dafür gibt es den das ganze Jahr. 6 Dollar für so eine Schale mit Erdbeeren, 2 Pfund. Verschiedene Äpfel hier. Granny Smith Honeycrisp, Red Delicious, Pink Lady, Fuji Apples, Gold Delicious, Envy Apples, die sind neidisch, die Äpfel, Envy Apples, Ambrosia, Opal, Bagged Fuji Apples, Bagged Granny Smith, Bagged Gala, naja, okay. Hier wiederholt sich es halt so ein bisschen. Dann gibt es hier noch Orangen für 6 Dollar, für ja, 3,5 Kilo. Und es gibt hier Limetten für den guten Caipirinha, der hier nicht so weit verbreitet ist. 6 Limetten für 1 Dollar, das ist relativ günstig. Und Max Busted, also erwischt sozusagen, hat uns kommuniziert uns, dass beim Walmart kostet so eine Limette 33 Cent und bei Smart and Final, einer der
ja, direkten Competitors hier von Foodmax, kosten sie halt überall mehr als bei Foodmax. Ich bin froh, dass wir hier reingegangen sind in den Laden. Hier gibt es noch kleine Lemons, kleine Zitronen. Anyway, lass uns noch mal hier weiter rumlaufen. Was gibt es hier noch? Bananen. 59 Cent pro Pfund, pro 453 Gramm. Und hier drüben gibt es weitere Gesichtsschutzmasken wegen dem Coronavirus und Rhabarber gibt es hier tatsächlich. Guck mal, Rhubarb. Ich finde das Preisschild dafür jetzt nicht so genau, aber ist egal. Rotkohl gibt es. Und die automatische Beregnungsanlage spendet uns ein bisschen erfrischende Feuchtigkeit gerade. Und es gibt dann hier noch das beliebte Cilantro. Es darf in keinem mexikanischen Essen fehlen. Aber auch in keinem anderen Essen. Ich habe mich mittlerweile an den Geschmack gewöhnt. Es gibt ja viele, die Cilantro hassen. Im Deutschen läuft das unter Koriander. Man unterscheidet hier auch zwischen den niederländischen Greenhouse, Glashaus, Treibhausgurken. Das sind halt die English Cucumbers, meistens relativ teuer. Und dann gibt es natürlich noch die normalen Cucumbers hier, wobei das sind hier Zucchini. Das sind Zucchini alles. Hier unten sind die normalen Cucumbers, die man vielleicht allerdings schälen sollte, weil die eine sehr dicke, wachsige Schale haben. Diese guten Sunmade Rosinen, man kennt sie auch aus Deutschland. Kartoffeln sind hier wie immer sehr, sehr schlecht in den USA. Also festkochende Kartoffeln sind relativ schwer zu finden. Und sie sind nicht nur schlecht, sie sind auch relativ teuer. Wobei hier geht es halt noch, aber für das Billigste sind jetzt 2,29 Dollar für 5 Pfund, also für 2,3 Kilo Kartoffeln. Man kann halt aber auch bei anderen Supermärkten gerne so 5 Dollar ausgeben dafür, insbesondere wenn sie dann organic sind. Ja, was gibt's hier noch? Instant Masa Mix. Das ist, glaube ich, sieht mir aus wie Corn Flour, also Maismehl. Damit wird hier natürlich viel gekocht. Was man hier halt auch häufiger findet, natürlich sind, als in Deutschland, nehme ich mal an, sind halt diese Süßkartoffeln und diese Yams hier. Die sind mit der Kartoffel verwandte Rezepte, Kartoffeln, Früchte. Gemüse, keine Ahnung, Erdfrüchte, rote Kartoffeln, weiße Kartoffeln, diese guten oder auch nicht guten Idaho Potatoes, Scallions, Knoblauch, wahrscheinlich aus Gilroy, der wird halt hier hauptsächlich angebaut, solche anderen kleinen Zwiebelgewächse hier. Und hier drüben gibt es eine relativ gute Auswahl an verhältnismäßig günstigen Gewürzen, die ansonsten ja gerne auch mal 5, 6, 7, 8 Dollar kosten für so eine kleine Tube oder Plastikröhrchen. Und hier gibt es halt etwas günstigere Gewürze, die so im Bereich von 99 Cent bis 1,50 Dollar sich bewegen. Und hier unten könnt ihr zum Beispiel auch so Zimtstangen so lose abgepackt auffüllen. Und hier drüben gibt es halt auch noch so ein bisschen anderes ethnisches Essen. Also hier irgendwelche Chili Pots. Oder in verschiedenen Ausführungen das Ganze halt auch. Ja, wie gesagt, eher sowas den vielen Hispanics, die hier in den USA leben, geschuldet die Auswahl. Sunflower Seeds. Gehen wir hier nochmal weiter. Hier findet ihr die Fleischabteilung. Also hier gibt es ganze Krebse oder was auch immer das sind, der Fisch. Hier gibt es ja den guten Broiler, den Broiler aus der DDR, das Rotisserie Chicken, für 6 Dollar, bei Costco immerhin nur 5. Und hier dreht sich dem veganen Zuschauer die Magenschleimhaut um. Das hier sind zum Beispiel Pork Spare Ribs für 18,37. Und das hier sind allerlei andere Teile vom Tier. Das ist jetzt hier, glaube ich, eher sowas für die asiatischen Käufer. Schweineblut? Nee, das ist Beef Liver Sliced. Also eine Rinderleber.
Und das ist eine Beefzunge hier. Hui, hui, hui. Oh, Beefzunge, okay. Ja, sicher, okay, kann man natürlich sagen, die Zungenwurst in Deutschland, natürlich. Ah, Beef Loin Tri-Tip, $40. Immerhin auch irgendwie, ja, so 6 Kilo. Ja, an der Fleischauswahl mangelt es hier auf jeden Fall nicht. Hier sind eingelegte Tri-Tips, $16 zum Beispiel, unterschiedliche Preise. Und hier ist, falls ihr mal irgendwie für eure 10-köpfige Familie Beef machen wollt, eine Spaghetti Bolognese. Und hier gibt es die deutschen Bratwürste, naja, Italian Sausage. Und Ground Pork, was hier nicht ganz so verbreitet ist wie Ground Beef. Und hier geht es direkt in die Hühnerabteilung weiter. So alles von bis, Großpackung, Kleinpackung, Drumsticks, also Schenkel oder Flügel. Ich glaube Schenkel, Wings wären Flügel. Und hier geht es weiter mit Truthahn, also Turkey. Und hier gibt es Bacon im ganzen Stück. Diese Linguica-Würste sind hier halt auch recht verbreitet. Die sind wohl, soweit ich weiß, portugiesischer Natur. Also das Produkt selbst ist wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eher die Brasilianer sind, die hier leben. Ich weiß es nicht genau, oder es hat sich halt einfach so in die Kultur eingefunden. Nochmal Blick zurück, wir sind jetzt hier dran vorbeigegangen. Hier sind auch nochmal ein paar gefrorene Hühnerteile. Hier sind diese kleinen Buchstabennudeln, in ganz kleinen. Other stores can't compare with this. Ja, und hier ist ganz gesund, vollwertige Ernährung. Sind irgendwelche, man kann es noch nicht mehr lesen, aber ist okay. Auf der Rückseite wird sicherlich irgendwas sein auf Englisch. Ingredients, okay, 76,6% Nudeln. Gut zu wissen. Und hier findet ihr Donut Holes, also die Donutlöcher. Sowie ein paar andere Teigprodukte, Barbecue-Soßen. Mit diesem freundlichen Herrn drauf, Chakas, Sauce. Ein paar weitere Tiefkühlprodukte und Alkohol, natürlich. Was haben wir hier? Den Amsterdam Gin, New Amsterdam. Ah ne, ist Wodka. Gelogen hier. New Amsterdam Wodka. Ja. Mensch, viel Fleisch, viel Fisch. Es ist halt alles so ein bisschen durchgemixt, der Laden, also der Palettenverkauf steht hier so ein bisschen im Vordergrund und ist wichtiger als die Präsentation. Hier gibt es noch genug Toilettenpapier. Die Coronavirus-Panik hat hier noch nicht Einzug gehalten, wobei ich letztens bei Target gesehen habe, dass das Regal mit dem Toilettenpapier doch so ein bisschen zerpflückt war. Was aber tatsächlich wirklich ausverkauft war, war der Hand-Sanitizer, also der Handdesinfektionszeug, was die Amerikaner ja sowieso schon sehr gerne immer nehmen. Und jetzt ist die Nachfrage sehr hoch. Wobei ich auch ehrlich gesagt selbst überlegt hatte, mir das Zeug mal zu kaufen und mir häufig auch mal die Hände zu sanitizen. Und dann war es ausverkauft. Also ja, hier gibt es eine große Flasche Dr. Pepper oder Pepsi. Nicht die Throwback Pepsi mit Zucker, sondern die Pepsi mit Kornsirup drin für 99 Cent. Pro 1,89 Liter Flasche. Nee, sogar 2 Liter. Ey, das ist aber ungewöhnlich. Mensch, 2 Liter, 2,1 Quarts. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise haben diese großen Flaschen immer 1,89 Liter. Also 2 Quarts. Ja, hier drüben gibt es auch noch einiges an Chips. Tortilla Chips. Also die haben jetzt keinen großartigen Eigengeschmack, sondern das sind halt Mexican Restaurant Style Corn Tortilla Chips. Also die sind halt, wie gesagt, gesalzen oder ungesalzen oder leicht gesalzen und sind halt eher nur so dafür gedacht, dass man damit Avocado oder Dips oder sowas auf isst. Also das ist hier so ein bisschen die mexikanische Ecke auf jeden Fall, wo es halt diese Street Taco
diese kleineren Taco-Dinger gibt, ne, die halt für Tacos sind und nicht für Burritos. Also wenn ihr Burrito machen würdet, würdet ihr euch eher so diese größeren holen hier. Und hier gibt es noch ein bisschen von General Mills ein paar gesunde Cerealien zu kaufen. Für 2,89. Das ist noch verhältnismäßig günstig. Aber es ist jetzt halt auch kein Kellogg's. Großes Glas Marmelade für 2,99. Und der Vollgas Kaffee, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Also da muss man, glaube ich, schon sehr verzweifelter Kaffeetrinker auf einem sehr engen Budget sein, um zu Vollgas zu greifen. Aber gut, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Insofern gibt es vielleicht auch Leute, die den Vollgas-Kaffee mögen. Ich gehöre nicht dazu. C&H Cane Sugar, also Rohrzucker ist ja alles hier. Es ist ja keine Zuckerrübe, die dafür verwendet wird, wie in Deutschland überwiegend, sondern Zuckerrohr. Und C&H ist eine Firma, die hier tatsächlich auch in der Bay Area sitzt. Pancake Mix darf nicht fehlen. Kool-Aid. Did you drink the Kool-Aid? So ein politisches Statement für jemanden, so nach dem Motto, hast du dich schon irgendwie einlullen lassen von der Aussage. Ja, Kool-Aid, so eine Packung hier kostet, oder so ein Paket, 1,99. Ist halt auch das flüssige Gift, sozusagen. Nudeln, Spicy, Ketchup, oder nee, Simply, no artificial sweeteners. Okay, kein Spicy Ketchup, normaler Ketchup, anderes Logo. Und hier gibt es halt auch die Mac-and-Cheese-Packungen für den Fertig-Mac-and-Cheese. Wobei man auch sagen muss, wenn man Mac and Cheese mal auf die Schnelle machen möchte, weil einen die Kinder dazu überredet haben, dann sind solche Pakete hier tatsächlich hilfreich, weil richtigen Mac and Cheese zu machen, ist ziemlich aufwendig. Ich habe es mal einmal gemacht, habe mich dann wirklich gewundert. America's favorite rice, Mahatma. Extra long, enriched rice. Was kostet der? 2,27 Kilo für 3,99. Damit lässt sich die Familie auf jeden Fall ernähren. Hier gibt es noch Ranch-Style Beans zu kaufen und hier gibt es noch den Smoked Ham. Was hier auch noch zu erwähnen ist, auf dem US-Markt sind diese Lunchables, also für Leute, die es komplett aufgegeben haben. Also ich habe meinen Kindern sowas auch schon mal gekauft, also Betonung liegt auf mal, Singular irgendwie, aber ansonsten ist das halt jetzt an Nährwert kaum noch zu unterbieten, das Ganze. Also hier ist halt ein Oreo-Cookie drin und ansonsten sind hier ein paar Scheiben Gammelfleisch drin. Nein, ist wahrscheinlich okay, das Fleisch, mit irgendwelchen Crackern, die sich die lieben Kleinen zu Hause oder in der Schule zusammenmischen können. Ja, wie gesagt, also wenn man seinen Kindern das regelmäßig gibt, dann hat man halt auch schon komplett aufgegeben. Ist aber sehr schön vermarktet, ne? Also mit hier ein bisschen KitKat drin und so einem lustigen Tier. Und wenn man selbst halt auch komplett schon aufgegeben hat mit der gesunden Ernährung, dann kann man sich hier halt auch so ein Riesenpaket von diesem Instant Lunch Chicken Flavor holen. Also so ein bisschen Geschmacksverstärker mit Nudeln, ist dafür recht billig, 3,69 der ganze Karton. Waschmittel, nein, das ist Fabric Softener, also Weichspüler, 6,99. Liquid Detergent, 5,99, das ist relativ günstig für dieses ganze Paket für 150 Ounce, also 4,43 Liter. Hier steht es gerade drauf, muss ich jetzt nicht alles umrechnen. Das gute weiße Toastbrot, so weich, man könnte es fast als Kopfkissen verwenden. Und hier drüben ist nochmal ein Tiefkühlschrank mit allem Möglichen an Leckereien. Hier gibt es ganze gefertigte Burritos zu kaufen. Für 2,84 ist tatsächlich relativ günstig für ein 8-Pack. Allerdings wahrscheinlich nur so kleine Burritos, also verdienen die Bezeichnung Burrito fast gar nicht. Und dann gibt es hier noch Bubba Burger zum Beispiel, gibt es hier halt auch noch 6 Beef Patties. Immerhin glutenfrei, gluten-free, wer hätte es gedacht? $12.19. Wobei, nein, $6.49 für dieses Bubba Burger. Das ist von dem Founder von Bubba Shrimps. Keine Ahnung. Und hier drüben gibt es halt tatsächlich auch noch die, in Bulgarien gepoolten Nordseekrabben. Nein, das sind keine Nordseekrabben, das sind Salad Shrimps, also Salat Shrimps. Ja, schön. Hier in der Ecke gibt es noch Fischsticks, es gibt sie tatsächlich. Vandecams, 100% Real Fish Crunchy Fischsticks. Was für ein Zungenbrecher, da hinten ist das Lager.
Da gehe ich jetzt nicht rein, sonst kriege ich hier wahrscheinlich Ärger. Hier gibt es halt auch, das ist jetzt auch nicht speziell von diesem Laden, für 6,39 € zu kaufen, Jack Daniels Pulled Pork. Das kann man sich auch sehr gut selbst in einem Slow Cooker herstellen, Pulled Pork, aus einem relativ günstigen Teil des Schweins. Aufschnitt, Aufstrich eher nicht, Aufschnitt in allen möglichen Sorten. Das machen sie ja wie immer ganz gut, die Amerikaner, dass sie dir quasi ein Produkt in 4 Varianten von 25 verschiedenen Herstellern anbieten auf einer wahnsinnigen Ladenfläche, aber eine richtige Auswahl hast du trotzdem nicht. Das sind halt jetzt hier Würstchen, sind halt irgendwie okay, aber jetzt halt auch nicht so mit den deutschen Würstchen unbedingt zu vergleichen. Also wenn man jetzt halt auf so eine deutsche Wiener Wurst oder sowas sucht, die findet man hier jetzt eigentlich nicht oder nur relativ schwierig. Was sie gut können, ist der Bacon auf jeden Fall. Also die Bacon-Scheiben sind hier sehr gut. Hummus ist hier sehr verbreitet. In den USA generell findest du überall, also sobald es irgendeine Art von Aufstrich gibt, findest du immer Hummus. Parmesan, Käse, Cheese. Und hier gibt es auch noch welche Sachen, an die ich mich jetzt auch noch nicht so rangetraut habe. So Pork Chorizo. Das ist irgendwie so eine Wurst, ich weiß auch nicht, wie man die isst, ob man die jetzt anbrät oder einfach so auf dem Brot isst oder was auch immer. Ja, und hier sind wir wieder in der Ecke, wo es die ganz gesunden Sachen gibt. Und hier wieder mexikanische Produkte. Und diese Yakult-Dinger. Und hier auch relativ viele, wie ich finde, auch relativ überpreiste Gelatine-Produkte. Und die Dinger kennt man wahrscheinlich halt auch mit einem etwas anderen, diese Knack- und Backdinger, falls es die überhaupt noch gibt. Hier sind sie von der Firma Pillsbury, gibt es halt Cinnamon Rolls, also Zimtschnecken und so ein paar andere Sachen, die man sich halt selbst zu Hause aufbacken kann. Das Ding, mit dem ich gehe mal so zum Bäcker hin, hol Brötchen für Frühstück, ist ja hier nicht. Also das kauft man eher vorher und backt es dann so zu Hause irgendwie auf oder bereitet es zu Hause zu. Ja, das ist hier so griechischer Joghurt, Greek Joghurt, noch mehr Joghurt, noch mehr Joghurt, noch mehr Joghurt, Cottage Cheese, Hüttenkäse. Und hier haben wir halt wieder Mandelmilch, Reismilch, Sojamilch ist hier wahrscheinlich auch irgendwo. Coffee Creamer, normale Milch, laktosefreie Milch, fettfreie Milch, 2%, 0%, 1%, Full Percent, was auch immer das ist. Kostet $4,90 hier gerade. Dieser Milchkarton zum Beispiel 2 Liter. Ja, du kannst halt sagen, es ist alles ungefähr doppelt so teuer wie in Deutschland, mindestens. Das ist hier eine Gallone Milch. Die kostet hier dafür wiederum auch nur $4,30. Ist allerdings jetzt auch keine Ökomilch oder sonst irgendwas. Also wer weiß, wo die herkommt, aus welchem Euter diese Milch hier für nur $4 oder $5 pro Gallone abgezapft wurde. Man kann hier zum Beispiel halt auch Milch für $3,40 pro Gallone kaufen. Das ist dann schon wieder relativ günstig, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Ethik oder die Qualität dieser Milch angeht. Hier gibt es halt verschiedene Auswahl an Oreo-Sachen. Ich gehe nochmal dieses Regal ein ganz kurzes Stück zurück. Hier gibt es irgendwelche übelst ungesunden Säfte für $1,79. Wenn es für die $3,40 Milch nicht mehr reicht, dann greift man zum $1,80 Süßgetränk. Was jetzt mal ohne Scheiß. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist. Also Zutaten: Wasser, Heilfruktose, Kornsirup, less than 2%, also weniger als 2% von Mangosaft aus Konzentrat. Also wie viel Mangos es tatsächlich in dieses Produkt geschafft haben, ist fragwürdig. Orange Juice von Concentrate, also vom Konzentrat, Tangerine Juice, Ascorbic Acid, und dann driftet so ein bisschen ab ins Foodstarch Stärke, damit das Ganze nicht nach totalem Wasser schmeckt. Also naja, ne? Hier ist auch nochmal das Kool-Aid, wo wir gerade bei den richtig gesunden Sachen sind. Sunny D darunter, der Orangensaft. Und hier geht es halt in die Mayonnaise-Abteilung über. Puh, hier wird es wieder ein bisschen gesunder. Hier hat man wieder reales, richtiges Essen vor sich. Ja, Mayonnaise von verschiedenen Herstellern. Wer sparen will, kauft sich Mayonnaise halt in so einem Glas oder ist Plastik natürlich.
Und wer nicht so sehr sparen will, aber der mehr Bequemlichkeit haben möchte, kauft sich das in so einer Squeeze-Flasche, weil dann spart man sich halt schon mal das Messer, wenn man sich ein Sandwich zurecht macht, sondern haut es einfach so drauf auf das Sandwich und gut ist und macht es wieder zu. Hier gibt es Salatdressings, Bacon Pieces, also kleine Bacon Bits, die man mit in den Salat reintun kann. Verschiedenste Soßen von bis, also man kann jetzt hier halt auch $5,39 für so eine Soße ausgeben. Für ein Dressing, ein Salatdressing. Und hier ist er wieder, guck mal. Family does matter. Chuckers Mystery Hot Sauce. Quality and Integrity. Alright. Mensch, wie kann man das jetzt nicht kaufen? Quality and Integrity. Und das gibt es hier übrigens auch, das ist auch ganz geil. Um, wenn ihr was zubereiten wollt, Liquid Smoke, also Hickory-Geschmack. Das heißt, man kann das so ein bisschen reintropfen in irgendein, zum Beispiel, ja, Slow Cooker oder Gulasch-Rezept oder so. Und dann hat man so ein bisschen so diesen gesmokten Geschmack, kann ich auch nur empfehlen. Gibt es hier von zwei verschiedenen Herstellern, aber jeweils in Hickory. Dann gibt es hier noch Ham Glaze, okay. Und natürlich Tabasco darf nicht fehlen. Wobei ich halt ehrlich gesagt sagen muss, dass ich halt mittlerweile hier in den USA so scharfe Sachen schon gekauft und gegessen habe, dass Tabasco mich jetzt eigentlich nicht mehr so schockt. Und hier Chuckers Soße könnt ihr auch für $10 in etwas größerer Menge kaufen, 2150 Gramm. Hier ist er wieder. Mein Bruder von einer anderen Mutter mit der gleichen polierten, mit dem gleichen polierten hohen Stirn. Und Sweet Baby Ray's Soße, die kaufe ich meistens, die Barbecue-Soße. Die ist nicht schlecht, gibt es da unten auch in sehr groß. Ja, Senf, süßen Senf findet man hier allerdings nicht oder extrem selten. Dafür gibt es halt hier den Sriracha Hot Chili Sauce Ketchup, also das ist mit Ketchup vermengter Sriracha. Die Soße kennt ihr natürlich auch aus Deutschland, die wird bei L.A. hergestellt. Da, wo die Bewohner rund um diese Fabrik unter Atemnotbeschwerden leiden, wegen den scharfen Chili-Peppern, die dort angeliefert werden. Ja, und hier gibt es halt wieder diese ganzen Gurken, die jetzt allerdings ein bisschen anders schmecken als in Deutschland, die Gurken. Ein bisschen süßer in der Regel. Und hier ist noch ein sehr zerrupftes Coronavirus-Regal. So, das haben wir jetzt hier ganz gut abgearbeitet. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter da hinten runter und gucken mal, was es hier hinten noch so gibt, neben den Barbecue-Chips. Der Laden hat nämlich noch mehr zu bieten als billige Säfte, nämlich Eier zum Beispiel. Was kosten die Eier? $2.10 für ein Dutzend Eier. Allerdings habe ich mir sagen lassen, die soll man nicht kaufen. Also jetzt nicht diese speziell, aber so diese billigen Eier, das ist wahrscheinlich in Deutschland das Gleiche. Hier werden sie ja natürlich gekühlt. Die Story habe ich ja auch schon mal erzählt, obwohl sie so kompliziert ist, dass ich sie eigentlich nicht mehr so richtig auf die Reihe kriege. Aber die Eier in den USA haben halt ein anderes Produktionsverfahren und müssen gekühlt werden, während die Eier in Deutschland nicht gekühlt werden. Da habt ihr das mal wieder. Hier drüben gibt es ein weiteres Regal mit Jell-O. Das ist so ein bisschen so ein Markenname, ne? Jell-O. Ist stellvertretend für Wackelpudding oder Götterspeise, aber eigentlich ist es ein Hersteller. Da unten gibt es nämlich auch von Raimondo's, die Gel Snacks. Gehen wir der Frau mal aus dem Weg hier kurz. Was ist hier? Marinella Caribbean, Caribbean. Ah, ich verspreche, ich mache mich hier gerade zum Volldeppen irgendwie. Caribbeanas. Caribbeanas, artificially flavored Coconut Cookies. Oder vielleicht das hier, vielleicht ist es leicht aus. Polvorones, Shortbread Orange Cookie. Steht kein Preis dran. Egal, ich werde es nicht kaufen. Hier gibt es den guten Arizona Green Tea. Hier gibt es halt weitere Getränke. Butter. Oh, Butter bei die Fische hier. Was kostet das? 4,51. Die Kerrygold, aber ist auch sehr teuer. Ansonsten gibt es noch diese Margarine, die tatsächlich einfach heißt I can't believe it's not butter. Ich kann es auch nicht glauben, dass es keine Butter ist. Und die kostet $4,99 für dieses große Pack oder $4,70 für das kleine.
Und hier wird wahrscheinlich demnächst wegen Cultural Appropriation eingestellt mit der Indianerbraut da drauf. Dieses Land O'Lakes. Sind nur noch keine Social Justice Warrior darauf aufmerksam geworden, auf dieses Label. Ansonsten die billigste Butter, die man hier kaufen kann, Sweet Cream Butter. Butter ist hier entweder gesalzen oder ungesalzen. Kostet hier 3,49 Dollar für ein Pfund, also 454 Gramm, wie immer. Philadelphia gibt es hier tatsächlich auch. 3,28 Dollar eine Packung Philadelphia. Oder die billigere Cream Cheese Variante kostet 1,50, ist aber gerade irgendwie so ein Deal offensichtlich. Hier gibt es verschiedene Salsas zu kaufen. La Mexicana, Authentic Farm Fresh Mild, Salsa 2,79. Und diese frischen Nudeln hier unten, die sind wie immer sehr teuer. 3,49 für eine Packung, 6,49 für das Doppelpack. Und hier drüben geht es in diese riesigen Käsedinger. Tillamook oder Tillamook oder was auch immer. Das ist, glaube ich, aus dem europäischen Bereich. Es klingt so niederländisch. Aber auch egal, das hier unten kostet auch 12,67 so ein Paket. Und das da unten, diese kleineren, kosten 3,99. Und hier sind dann wieder die Snackkäse, Mozzarella oder Cheddar oder sonst irgendwas, die dann so 4 Dollar für so 16 von diesen kleinen String-Cheese-Dingern kosten. Und hier ist der ganze geschreddete Käse. Ja, Käse ist in den USA, wie gesagt, relativ teuer. Dafür würde man in Europa wahrscheinlich irgendwie schon so einen französischen Gourmet-Käse kriegen. Immerhin ist es echter Käse, also Kunstkäse ist es nicht. Bei dem Zeug hier bin ich mir nicht so ganz sicher mit diesen Singles, also diese klassischen Sandwich-Teile. Aber die kennt man ja jetzt halt auch in Deutschland, diese einzeln eingeschweißten Teile. Ja, hier drüben gibt es ein paar Kuchen zu kaufen. 16 Dollar, das Kalorien pro Dollar-Verhältnis ist hier allerdings sehr gut, nehme ich mal an. Da unten gibt es halt so einen Geburtstagskuchen zu kaufen. Für nur 15 Dollar kriegt man viele hungrige Mäuler satt. White Cake plus Vanilla Ice Cream oder Chocolate Cake plus Vanilla Ice Cream. Ich vermeide es ja inzwischen, wenn ich bei Kindergeburtstag bin, sowas überhaupt zu essen, weil es schmeckt meistens nicht gut und man bereut es hinterher und denkt, hätte ich doch mal irgendwie ein geil schmeckendes Sandwich oder so gegessen, anstatt jetzt ein Stück von dieser Fettpaste, die hier auch nur 23 Dollar kostet, obwohl sie ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann, doch recht groß ist. Und die haben halt so eine große Freifläche, weil man da halt selbst so seine, den Namen von seinem Kind draufschreiben kann oder was auch immer. Und hier gibt es die auch nochmal so ein bisschen kleiner, ein runder German Chocolate Cake. Guck mal, der deutsche Chocolate Cake. Naturally and artificially flavored. Ja, ich bin mir sicher, dass der mit Deutschland so viel zu tun hat wie was auch immer. Mir fällt gerade kein guter Vergleich ein. Aber ist okay. Das ist ja immer so ein Qualitätssiegel, ne? Wenn er irgendwie rauf, also was drauf tut mit oh, German Chocolate Cake. Wobei es am besten bei so Autos oder irgendwie so anderen Sachen funktioniert. Order Cake hier, also man kann hier offensichtlich einen Cake bestellen. Das kann man bei Costco auch. Also sich was draufschreiben lassen auf den Kuchen. Ich mache hier nochmal kurz einen Schwenk durch die Ecke mit dem französischen Brot für 1,50. Das ist immer noch relativ günstig. Ein Pfund das Brot. Hier gibt es die Bagels. Ich glaube, die sind an der Ostküste noch so ein bisschen mehr verbreitet, die Bagels. Das ist halt so die Asiaten, Mexikaner, die halt hier eher vertreten sind, haben da, glaube ich, können da nicht so viel mit anfangen. Und es ist eher so ein New York-Ding mit den Bagels, glaube ich. Vielleicht auch so ein bisschen jüdisch oder so. Also insofern ist hier nicht so wahnsinnig die Bagel-Kultur am Start. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus, die Jelly Rolls für 3,99. Ansonsten St. Patrick's inspired hier dieser Hut, dieser irische Hut. Gehen wir hier nochmal zurück bei diesem Regal. Hier gibt es diese ganzen Starbucks-Getränke. Monster Café, Arizona Green Tea, Pure Leaf, Brute Tier, Gold Peak und ja, das ist hier auch mexikanisch, dieses Jarritos, Strawberry, Fresa, irgendwas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also hier gibt es tatsächlich so ein paar ganz interessante Produkte, die importiert worden sind und hier diese Cola ist auch importiert aus Mexiko, steht hier sogar drauf, Coke Mexico plus Fund CRV,
wobei sie ihn keiner einlöst, diese 5 Cent pro Flasche. Und der Unterschied zu normalen Cola ist, dass sie halt zum einen in einer Glasflasche kommt, was ja wissenschaftlich nachgewiesen besser schmeckt, wir wissen es alle, dass sie halt mit Cane Sugar, also mit Zucker gemacht ist und nicht mit High Fructose Corn Syrup. Gibt es da oben interessanterweise auch von Pepsi inzwischen. Aber das ist hier meistens so ein Party-Highlight. Also wenn man Glas-Cola aus Mexiko gekauft hat, dann wissen die Gäste, dass man sich wirklich für sie interessiert oder dass man sie wirklich mag. Ja, hier sind auch diverse Energy-Drinks, allen voran natürlich Red Bull, was es hier halt auch in der 591-Milliliter-Flasche gibt. Kostet dann allerdings auch irgendwie was, $4.50 oder so, aber ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt für das Maß an Energie, was man da so rausziehen kann aus 591 Milliliter Red Bull. Ansonsten gibt es ja auch noch einige andere, von denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob ihr sie aus Deutschland kennt. Alleine auch schon hier diese schönen Monster Juice mit diesem El Dia de la Muerte Design. C4, ich glaube, das ist halt auch, oder soll das auf den Sprengstoff abzielen? Ach nee, ich verwechsel das mit diesem Hersteller von Schmiermitteln, der halt auch, da oben, da ist er. Siehst du? Meine Aussage hier wird gebackert von NOS. Das ist halt ja auch irgendwie so ein Hersteller von irgendwelchen Schmiermitteln, glaube ich, oder Benzin oder sowas. Egal, ich hätte mich besser informieren sollen, bevor ich das Thema anfange. Ja, das ist das Regal, die Eier. Komm, wir gehen mal nochmal da hinten rum. Ich möchte auch nochmal auf diese leckeren Brötchen hier hinweisen, in Anführungsstrichen. Die Bolillo Rolls. $4 für $1, aber ja, also da ist nicht mehr viel zu retten. Ne? Also das ist jetzt nicht wie eine Schrippe oder sowas. Die Bierecke. Und da oben gibt es halt auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was das ist, Dekoration oder ob es zum Verkauf ist oder sowas. Ja, hier gibt es schönstes Dosenbier. Corona-Bier in verschiedensten Glasflaschen. Verschiedene ja, bunte Biere. Ich hatte ja schon mal diverse Folgen gemacht, wo ich über Bier geredet habe, wo ich durch den Getränkemarkt gelaufen bin. Verweise ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal auf den Getränkemarkt. Ich möchte euch auch nicht langweilen und jetzt hier nochmal in Detail auf die Bierauswahl selbst eingehen. Aber muss doch nochmal darauf hinweisen, dass Coors Light und Bud Light relativ schreckliche Biere sind, meiner Meinung nach. Aber die Amerikaner lieben sie. So, was ist hier noch? Mexikanisches Bier, Modelo Especial. Und hier kommen die Süßigkeiten-Ecke. Hier gibt es so schöne Bubble-Bälle. Ja, auch wie gesagt, sehr mexikanisch angehaucht. Hier, Mi Dulce Mexico, Little Flags, Banderidas. So in den Farben der mexikanischen Flagge. Und das ist ja geil, guck mal hier. Und so Korn-Dinger eingebunden, wenn die in echt sind. Little Tamal, Tamalitos. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sehr spezielle Lebensmittel hier alles. Mensch, so viel Farbstoffe hier. Ja, Mensch, wird ganz schwindelig. Zwischendrin gibt es ein bisschen Beef Jerky für $4.99. Teriyaki, der Original. Und hier gibt es die Oreo-Auswahl oder Oreo. Mega Stuff, dann gibt es Chocolate Peanut Butter. Ich finde ja Peanut Butter persönlich relativ fürchterlich, aber das liegt halt daran, dass ich nicht in den USA aufgewachsen bin und ich meinen Gaumen sich nicht von früher Kindheit an indoktriniert wurde, alle möglichen Produkte mit Peanut Butter und oder Mint zu essen. Aber es gibt natürlich auch Deutsche, die Peanut Butter und Mint mögen. Insofern habt ihr da kulinarisch nicht viele Dinge, die euch da im Weg liegen, wenn ihr in die USA zieht und Peanut Butter und Mint mögt. Und Zimt solltet ihr vielleicht auch mögen. Gott sei Dank mag ich persönlich Zimt sehr gerne, weil Zimt ist hier halt auch in sehr vielen Produkten vertreten. Ja, hier wird es ein bisschen billiger wieder, was die Produkte angeht. Hier kommen die Off-Brand-Marken. Sunny Select, die findet ihr halt auch bei Lucky. Also das ist so die Eigenmarke für Lebensmittel von den Lucky oder Safe Mart oder Food Max Supermärkten. Wie gesagt, ist eine Kette. Ja, hier auch wieder Toast Chi Sandwich Crackers mit Real Peanut Butter.
Cheez-Its, sehr auch beliebt unter Kindern. Goldfish, die sind hier halt auch sehr beliebt, die gibt es auch überall. Weiß ich gar nicht, ob man die in Deutschland findet. Ja, gucken wir auf der Gegenseite nochmal. Popcorn, das ist ja halt hier auch so ein Ding. Microwave Popcorn, also dieses Mikrowellen-Popcorn. Oder halt auch gleich jetzt hier so komplett in so einem Ding, was man halt kaufen kann. Also 850 Gramm für 4,99. Ich finde es ja hier ein bisschen verwirrend, dass diese Pfeile immer nach unten zeigen, obwohl das Produkt da drüber steht. Ja, habe ich mich jetzt hier noch nicht ganz dran gewöhnt. Ich bin jetzt auch nicht so häufig bei Foodmarks, muss ich halt zugeben. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber irgendwie, ich gehe halt lieber zu Trader Joe's. Da findet man halt irgendwie alles, also auch so das ganze Obst und Gemüse in guter Qualität. Hier vielleicht auch, ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie Kinder Joy, ja, das sind die Überraschungseier, die hier auf dem US-Markt erlaubt sind, weil die halt keine Füllung haben, also nicht die Schokolade außenrum, sondern man macht es auf und das Spielzeug ist in der einen Hälfte und in der anderen Hälfte ist hier so eine zwei so komische Waffeldinger mit dieser Schoko-Füllung drin. Ja. Kinder Joy. Nur ein Joy für Kinder, die das Original nicht kennen. Obwohl es ehrlich gesagt, meine Kinder kennen beides, denen ist es egal. Also Hauptsache süß und irgendein Plastikscheiß aus China ist drin. Ja, hier gibt es alles so mit dunkler Schokolade und ich weiß gar nicht, hier gibt es bestimmt einige Produkte, die es in Deutschland nicht gibt. Allen voran die eklige Hershey's Schokolade. Miam, miam. Aber es gibt hier halt auch Gott sei Dank ein paar Produkte, die es schokoladentechnisch, die es halt in Deutschland gibt. Wobei, wo die Amis tatsächlich besser sind oder wo sie mehr an Auswahl haben, sind Kaugummis. Und wenn ihr hier mal seid, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein paar Kaugummis euch zuzulegen. Diese Lifesavers finde ich auch nicht schlecht. Ja, das war dieses Regal. Ich muss mal ein bisschen hier weiterlaufen. Sonst dauert es noch bis übermorgen, bis ich jetzt hier alles abgearbeitet habe. Was gibt's hier jetzt alles noch so? Hamburger Helper, das sind halt irgendwelche, ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Also das sind halt, ja toll, jetzt habe ich das, so. Ja, achso, das sind irgendwelche Tütchen, so Magifix-mäßig, die man da rein, ich sollte hier nichts anfassen, es gibt alles raus. Ja, das sind ja alles irgendwelche Fertigmischungen, siehst du, Knorr gibt es hier halt auch, allerdings nicht für Spaghetti Bolognese, für Alfredo Broccoli. Ja, sehr vereinzelte Tees. Ich finde generell, die Amerikaner sind jetzt nicht so die Teetrinker wie die Deutschen. Also man merkt schon, es gibt Tee, keine Frage, aber es gibt keine richtigen guten Teeläden. Und es gibt jetzt halt auch nicht so eine gute Auswahl an Tees. Und das, was es gibt, ist in der Regel irgendwie schlechter und teurer. Will mich jetzt nicht beschweren, aber ist halt so, ist irgendwie so eine Beobachtung. Heiße Schokolade. Kaffee trinken sie ohne Ende. Also an Kaffeesüßern oder Weißern oder Flavoren, Produkten gibt es relativ viel. Das ist halt hier alles Instant-Kaffee da oben. Und hier kommen wir zu einem gemahlenen Kaffee. Die Starbucks-Auswahl für 7,99 €, aber ich finde es auch sehr teuer, weil ist kein Pfund, das sind 255 Gramm. Das ist halt so ein bisschen die Verarschung hier. Also das habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das vor 3-4 Jahren oder so gemacht haben, dass sie halt diese ganzen Kaffeepackungen auf 340 Gramm oder sogar nur 255 Gramm runtergeschrumpft haben für ungefähr den gleichen Preis. Ja, es ist mir nicht entgangen, liebe Leute von Starbucks. Hier kann man sich halt auch nochmal so Kaffee selbst ja, in so einen Beutel füllen und dann hier halt auch mit dieser Maschine mahlen. Muss man dann natürlich auch kaufen, wenn man es einmal gemahlen hat. Und hier Klopapier. Da unten ist ein Regal, wo nichts drin ist. Aber ansonsten ist hier noch relativ viel Auswahl an Klopapier. Die guten Bierpong-Bälle, falls ihr euch wundert, warum hier Tischtennisbälle verkauft werden, wegen Bierpong. Weil die Leute dieses College-Spiel ganz gerne spielen. Warum es beim Toilettenpapier hängt, weiß ich nicht genau. Normalerweise hängt es immer so in der Getränke-Bier-Abteilung. Ja, hier gibt es Dosenfisch, Thunfisch.
alles Mögliche. Chili, Bohnen. Sehr viel Blähungspotenzial hier in diesem Regal. Und hier sind sie wieder. Glow in the Dark Pong, also wieder mal Bierpong-Dinger. Ansonsten ein Zitronensqueezer, der hier so reingehängt wurde. Und hier ist die, die Abteilung, wo man sich solche Instant-Nudeln kaufen kann. Ist ein bisschen random hier teilweise. Also zwischen den Instant-Nudeln hängt halt hier so eine Beef, oder steht hier so eine Beef Base. Better than Bouillon, Roasted Beef Base. So mittendrin, so zwischen dem Suppenmix. Vielleicht macht es ja Sinn, keine Ahnung. Ja, und hier ist dieses obligatorische Marketingregal. Das findet man dann auch irgendwie in jedem Target und in jedem Supermarkt von Campbell's. Die scheinen halt dieses das hier mal zu stellen. Mit diesem Display, wo halt diese Dosen halt so rausrollen. Broth, Brühe. Ich finde, Brühe ist hier halt auch irgendwie relativ teuer, ne? Also hier in dem Laden, ich muss sagen, einige Preise sind doch etwas günstiger als woanders. Guck mal, hier hat einer eine Thermoskanne reingestellt. Wer weiß, ob die zum Verkauf ist oder... Da ist was drin, Alter, da ist was drin in dieser Thermoskanne. Das sind Coronaviren. Ah, ich hab's angefasst, scheiße. Schnell weg. Pass auf, ich gehe nochmal da hinten rum. So, hier sind wir wieder bei dem Klopapier, Toilettenpapier. Und meistens findet man nebenan, neben dem Toilettenpapier, halt auch gleich noch die Küchenrollen. Aber auch hier ist wieder zu bemerken, dass Toilettenpapier generell halt doch nochmal deutlich teurer ist als in Deutschland. Also hier zum Beispiel 12 Rollen, 6,29 und das ist halt nur eine Billigmarke. Also das ist jetzt noch nicht mal irgendwie die, das gute Markenklopapier. Ich habe jetzt ein paar Regale übersprungen, ich muss nochmal zurückgehen. Hier ist halt die Getränkeabteilung, also hier findet man halt auch alles vom Mountain Dew über Cola bis hin zu den Billig-Varianten. Was hier noch zu erwähnen sei, ist vielleicht Manzanita Sol. Das ist halt auch aus Mexiko. Also irgendwie sind hier sehr viele Produkte aus Mexiko, stelle ich jetzt bei diesem Besuch gerade mal wieder fest. Und ich würde sagen, wir haben jetzt Regal 12 übersprungen. Da oben stehen die Regalnummern dran und da oben steht auch drin, was man exemplarisch in den einzelnen Regalen finden kann. Ja, ist jetzt hier irgendwie nicht so aufregend gerade. Also weitere Hawaiian Punch, billig Getränke. Hier gibt es halt so Mashed Potatoes, also Mashed Potatoes, ne? Heißt doch so auch auf Deutsch. Und die Stampfkartoffeln, ist auch nicht das richtige Wort. Und die halt so eine Fertigpackung dafür. Ja, Dosen, wieder mal weitere Bohnen, Tomatenpaste. Also das ist... Tomatenpaste ist dieses konzentrierte Zeug. Mensch, da kommt mir jetzt echt, fällt mir wieder der deutsche Name nicht ein. Tomatenpaste, Mann. Tomatenmark, genau. Und das andere sind halt hier diese Diced Tomatoes, gewürfelte Tomaten oder zerpürierte Tomaten oder ähnliches. Hier ist halt so eine kleine Spielzeugecke auch noch. Wie immer sehr gut, dass meine Kinder nicht dabei sind, sonst würde ich jetzt hier wahrscheinlich wieder irgendwie angebettelt werden, dass ich hier irgendwas von diesem Made in China billig Mist irgendwie kaufe. Ja, unglaublich, was es hier alles so wieder mal gibt an Billigkram. Einfach so mittendrin, weißt du? Um die Eltern so ein bisschen zu nerven, weißt du? Läufst du hier lang, willst du nur so ein bisschen irgendwie Applesauce, Apfelmus kaufen und dann auf einmal aus dem Nichts tauchen auf einmal irgendwelche Spielzeuge auf und deine Kinder fangen an auszurasten. Ja, Apfelmus gibt es hier in verschiedenen Varianten. Das sind hier halt alles so Getränkepulver. Auch, wie gesagt, sehr gesund. Ein paar Getränkedosen noch mit drin. Also die Ordnung in diesem Laden ist so ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gatorade kostet 1,79 hier so eine Flasche. Hier ist gerade ein Angebot für 88 Cent. Was ist hier so los? Ja, hier sind wir in der Cerealien-Ecke, vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Cerealien oder bei Cerealien haben sie eine relativ gute Auswahl. Und so die gängigen Off-Brand-Sachen gibt es halt hier auch noch in so Riesenbeuteln für 5,49, für 32 Ounces, 907 Gramm. Das ist mal gar nicht so schlecht. Fruity Dino Bites,
Cookie Bites und Frosted Flakes mit Toni dem Tiger. Naja, ohne Toni den Tiger in dem Fall, dafür deutlich günstiger. Mit Toni muss man nämlich extra bezahlen noch. Und hier oben gibt es halt, wie gesagt, auch zwar Markenprodukte, aber halt auch so Pseudomarkenprodukte, also General Mills zum Beispiel, ist halt ein bisschen billiger, ist aber jetzt auch ein Markenprodukt. Und dann gibt es natürlich auch so diese Eigenmarken hier, wie immer, Sunny Select, da ist es wieder. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Auswahl hier an Cerealien ist ein bisschen größer als in Deutschland normalerweise. Es geht das ganze Regal runter. Hier ist Kornsirup direkt. Also für wen es noch nicht genug in den Produkten ist, kann hier auch nochmal Kornsirup per se kaufen. Also gut, der Unterschied ist, es ist jetzt kein High-Fructose-Kornsirup. Und mit diesem Kornsirup kann man tatsächlich auch was kochen oder irgendwas backen. Dann gibt es hier noch Molasses, also Zuckermelasse, Melasse. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja, Oatmeal ist hier halt auch sehr groß bei den Amerikanern. Also ist ein Hot Cereal natürlich. Also macht man mit Milch oder Wasser an, wenn man ganz hardcore abnehmen will. Und tut es dann in die Mikrowelle. Und das gibt es halt hier in diesen einzelnen Beuteln zu kaufen. Oder halt auch in größeren Packen ungesüßt. Und hier drüben gibt es noch so ein paar Bars. Also ein paar, ja, Müsli-Riegel sozusagen zu kaufen. Gibt es ein paar Müsli-Mixe sozusagen auch. Aber es ist nicht das gute Seitenbacher Müsli oder ähnliches, sondern halt irgendwie die amerikanische Interpretation, hauptsächlich mit so Granola drin. Ja, hier zum Beispiel, also da habt ihr so eine Vorstellung, wie es ist. Es ist sehr toasty, sehr crunchy so das Ganze. Dann gibt es hier noch Beer Naked, der nackte Bär sozusagen. Wer hätte das gedacht? Sehr fest, also irgendwie kann man damit Nägel in die Wände klopfen. In die amerikanischen Wände zumindest. Ja, und hier sind halt auch noch irgendwelche Chocolate Bars. Hier ist mal wieder so eine bisschen mexikanische Ecke mit den Tortillas. Komm, wir laufen ein bisschen schneller mal durch. Nudelsoßen. Nudeln. Weitere Soßen, diese Kerzen hier, das ist halt auch, deutet auf eine, ja, katholische, wenn ich jetzt mich nicht irre, ja, also auf eine katholische Kundschaft hin, also sprich Mexikaner und Filipinos oder Filipiner, die halt hier auch sehr häufig in die USA eingewandert sind. Und hier findet man halt irgendwie für 1,39 halt solche Kerzen mit irgendwie Pope Johannes Paul II, Juan Pablo, El Dia der Zweite, keine Ahnung, wie man der Zweite auf Mexikanisch, auf Spanisch sagt. Das ist mein Unwissen nicht weiter zur Schau stellen. Teriyaki-Soßen oder auch hier Panda Express, ja, also kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr mal in den USA seid. Panda Express, das ist halt so eine Fast-Food-Kette. Kung Pao Stir Fry Sauce. Und die berühmte Orange Chicken Soße. Ist auch ein nettes Mitbringsel. Das gibt es garantiert in Deutschland nicht. Dafür gibt es hier das fürchterliche Maggi Seasoning. Improves the taste. Glutamat verseucht. Oder ich glaube, das Zeug ist Glutamat. Ja, keine Ahnung, was der Unterschied ist. Oder es hat Glutamat drin. Ja, das ist hier die Sriracha Soße. Ein Spritzer in die Augen und der Tag ist gelaufen. Ja, weitere Soßen und Fischsoße. Hier wieder was für die asiatische Küche. Und ja, keine Ahnung, was das ist. Quinoa, Brown Rice und Lentil Brand. Ja. Ja, hier gibt es ein bisschen indisch inspirierte Fertiggerichte. Das hier drüben sind auch eher irgendwie asiatisch oder wie auch immer inspirierte Gerichte. Hier sind noch mehr von diesen Kerzen mit Jesus da drauf. Und hier habt ihr auch noch mal so ein bisschen so Seasoning-Mixe, also
wenn ihr jetzt so Tacos oder Fajitas machen wollt oder so, gibt es halt hier so Fertig-Gewürzmixe zu kaufen. Und hier habt ihr so ein klassisches Gewürzregal. Dieser McCormick ist so der größte Gewürzhersteller. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, allerdings die Sachen bei Amazon zu bestellen, weil die Preise halt für irgendwie so ein Gewürz hier total hanebüchen sind. Also das hier $3, ne, für so ein Lemon Pepper Seasoning. Ist noch kein geiles Beispiel jetzt, aber zum Beispiel hier Garlic Powder, Knoblauchpulver, $6,42 für diese Packung hier. Und ich habe mir so einen riesen Behälter, viel zu viel, aber habe ich mir für, ich glaube, $5,99 bei Amazon bestellt, inklusive Lieferung. Und das, wie gesagt, das ist halt hier echt krass der Wahnsinn, was die Gewürze hier kosten. Also ich, keine Ahnung, ob ich hier mal irgendwie noch ein gutes weiteres Beispiel finde für absurd überteuerte Preise, aber ich meine hier sowas alles, ne? Es kostet alles so $5, $6, $4,50. Für irgendwie Curry-Powder, Curry-Gewürz $5,39. Zimt $4,34, diese 35-Gramm-Packung. Ja, der Wahnsinn. Also, sorry, ich muss hier weg von diesem Regal, mein Blutdruck steigt gerade. Handtücher, Jello, hier ist es wieder, also eine Packung zum Anmixen. Oder von Sonic, das ist ja lustig. Sonic ist ja eigentlich so ein Drive-Thru-Auto-Imbiss. Es sei denn, das heißt einfach nur Sonic, aber das Label sieht relativ gleich aus. Dass die hier auch so ein Produkt haben. Wer hätte das gedacht? Zucker in allen möglichen Varianten und alles für den nächsten Geburtstag, fürs Backen. Die Backabteilung, hier gibt es halt so Oreo Ready Crust, wo man halt komplett mit der Backschale alles so hat und nur noch irgendwie so sein Zeug da reinfüllt, $2,80 und das so backen kann. Fertig Backmischungen, Stevia, Stevia in the Raw, Stevia Leaf und Monk Fruit. Das kommt aus Hawaii, das Zeug. Truvia ist auch nochmal Stevia, also da hat sich relativ viel getan, was so dieses Stevia-Zeug angeht. Schmeckt leider alles nicht. Also mir zumindest nicht, ist mir zu metallisch. Ja, Yeast, also Hefe, ja, Bread Yeast, gibt es leider nicht Frischhefe hier, gibt es nur in Trockenform zu kaufen, aber ist okay. Olivenöl, ja, Backmischungen. Bei dem Toilettenpapier waren wir gehen jetzt mal hier um die Ecke rum. Was ist das hier? Das ist hier eine Riesenpackung. Oh, das kann man kaum anheben. Waschmittel. Für, was kostet das? $6,99. Also Wäsche waschen kann man hier auf jeden Fall fürs kleine Geld. Und hier drüben gibt es halt diese sehr umweltfreundlichen Alufolien zum, oder Alu-Schalen. Also der durchschnittliche Amerikaner, muss ich ja jetzt ehrlich zugeben, benutzt halt jetzt nicht so eine Mehrweg Auflaufformen von Ikea oder sonst was, wie man sie so aus jeder deutschen, dem deutschen Haushalt kennt, sondern solche Einwegdinger hier. Was gut, da unten gibt es hier auch zu kaufen, Mehrweg, aber wie gesagt, die meisten benutzen halt einfach so Einweg-Alu. Ja, gut, tun es dann in die Recyclingtonne, wenn es gut läuft, oder in den normalen Müll, wenn es schlecht läuft. Und was ist das da unten? Salz für die Waschmaschine. Also es ist eine Waschmaschine drauf abgebildet. Okay. Hier gibt es halt so Gläser zu kaufen, wenn ihr irgendwie Marmelade machen wollt. Tissues, also Taschentücher. Windeln hinter mir, ein paar Pfannen. Ein paar Haushaltsgegenstände, ein paar Haushaltssachen. Messer, Strohhalme, sie sind noch nicht ganz verboten, Nudelholz und gibt es hier so Measuring Cups zu kaufen? Nicht wirklich, also hier ist nur so ein großer, es gibt halt normalerweise so kleine Dinger, hier, das habe ich gesucht, wo man halt einen Tablespoon und einen Teaspoon abmisst, weil leider alle amerikanischen Rezepte immer mit Volumen und nicht mit Gewicht arbeiten, deswegen misst man alles ab, ein Cup, zwei Cup, also nächste Zutat, ein Cup Reis, nächste Zutat, zwei Cup Weintrauben. Also
ist sehr, man gewöhnt sich dran, aber es ist ein bisschen strange. Ich mag ja nach Gewicht abmessen lieber, aber die Amerikaner nicht. So, Wraps, Küchenfolien, Sandwichbeutel, die guten Ziploc-Beutel. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht in Deutschland, diese Zip-Beutel, die halt hier so einen Slider haben. Also, dass man das halt so zumachen kann. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht für so Anwendungen, wo der Ziploc das Ding ein bisschen länger halten soll. Zum Beispiel könnt ihr euch hier auch welche kaufen für TSA, also für den Flughafen, um eure Flüssigkeiten reinzutun. Müsst ihr halt so ein Quart-Size-Ding kaufen. Ja, hier ist ein bisschen die Baby-Ecke. Da bin ich ja jetzt so raus aus dem Alter, beziehungsweise meine Kinder sind raus aus dem Alter. Babynahrung, sowas kostet hier irgendwie 1,70 oder so, 1,40. Hier gibt es kleines, oh, guck mal, das ist ja interessant. Es gibt hier so Zwiebackartigen Toast, Double Fiber Toasted Bread. Das ist so Zwieback, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? So, jetzt gehen wir hier nochmal schnell lang. Was ist hier los? Hundefutter? Aha, okay. Hundefutter, Katzenfutter nehme ich mal an. 1,50 so eine Dose, 99 Cent. Ja, Hundebetten, $25. Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also hier geht es wieder gleich in die Toilettenreinigungssachen und Putzmittel über. Ja, unten Katzenstreu, das kostet 12,99 für 10 Kilo. Gibt es sicherlich auch noch irgendwo ein bisschen billiger zu kaufen. 5,39, das da unten. Ja, Reinigungsprodukte. Es gibt sie tatsächlich noch, diese Oldschool-Besen, auf denen sieht man hier danach so die Hexen rumreiten. Chips ohne Ende, nochmal so ein ganzes Chipsregal hier, ja, mit Cheese Puffs, Doritos, das hat hier so die große Chipsmarke, oder Lay's, das ist so der andere große Konkurrent. Doritos sind meistens so ein bisschen schärfer, ein bisschen härter noch, Lay's sind so meistens so ein bisschen feiner. Also wenn ihr jetzt ein bisschen dünner und ein bisschen filigraner haben wollt, die Chips. Und das hier sind halt jetzt, wie gesagt, Sachen, so mexikanische Chips, die halt in der Regel nicht irgendwie großartige Geschmacksrichtungen haben. Teilweise ja, so ein bisschen, aber meistens nicht. Da oben gibt es ein paar Kühlboxen zu kaufen. Ganz oben ist wohl das Büro. Wasser. Ich gehe noch mal ganz kurz hier dieses Regal mit euch lang und dann gucken wir uns noch mal kurz die Alkoholselektion an. Habe ich da ein Regal ausgelassen? Oh, Leute, der Laden ist einfach zu groß. Ich habe jetzt hier eine ganze Regalreihe ausgelassen. Komm, gehen wir einfach mal schnell durch. Hier ist noch mal Waschmittel drin. Körbe, Ant and Roach Killer. So ein bisschen Hauselektrik, Nachtleuchten, Handschuhe. So ein paar Schalen, also so ein bisschen, ja, Geschirr sozusagen. Geschirrspülmittel, unten die große Flasche Palmolive für 6,19 für 2,6 Liter. Ah, okay, hier gibt es keinen großartigen Gegenpart mehr von dem Regal. Oder waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir schon, die Einwegteller und Einweg Schüsseln, Bleiche gibt es hier ohne Ende zu kaufen. Ich glaube, das wird auch schwierig in Deutschland, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob ihr da noch 100% Bleiche bekommt. Auch immerhin für nur $2,18 für so eine Packung Bleiche. Gut, die kleinere, aber trotzdem. Also, ich glaube, das ist in Deutschland schwierig, 100% Bleiche zu bekommen. Ich muss mal echt mit aufpassen. Ich habe das mal auf so einem Teppichboden so ein paar Tropfen ausgekippt, aus Versehen. Ist sofort lila entfärbt, der Boden. Ja, hier die Tide Pods für die Tide Challenge. Ich weiß jetzt, ob man in Deutschland seinen Weg gefunden hat, aber es gab ja hier so bescheuerte Jugendliche, die als Tide Challenge diese Dinger gefressen haben. Ja, don't do it. Ja. Darwinismus. Ja, hier, wie gesagt, die Waschmittel.
Hier gibt es Grußkarten, Zeitschriften. Es gibt tatsächlich Leute, die sie kaufen. Gibt es zum Beispiel Personal Defense World, gibt es hier zu kaufen, so als Zeitschrift. National Geographic. Es gibt hier einiges an Waffenzeitschriften zu kaufen. Und wobei das mehrfach die gleiche ist irgendwie, die dann nur verteilt wurde. Es waren halt irgendwelche Kinder, die irgendwie ihre Eltern zum Einkauf begleitet haben, die sich rausgerissen und nervös irgendwie durch die Waffenzeitschrift geblättert haben und die dann schnell ins Regal geworfen haben. Vermute ich mal. Elvis gibt es hier noch am Start. Ja, Frauenhygieneprodukte. Das ist eine lustige Grußkarte. I'm old. Brauche ich auch bald die Karte. So, femininen Hygiene kann ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Hier gibt es Zahnbürsten und Zahnpasta-Produkte. Die gute Colgate, aber eigentlich heißt sie Colgate. Und die gute Sensodyne, wo ist sie? Sehe ich jetzt nicht, egal. Crest gibt es, glaube ich, auch als Hersteller nicht in Deutschland. Deo, wie ich schon mal gesagt hatte, Deo-Roller gibt es hier nicht in den USA. Es gibt nur diese Deo-Sticks zu kaufen und sie sind auch relativ teuer. Ich meine, ganz ehrlich, $3.50 für halt so dieses Off-Brand oder $3.99 für so ein Axe-Deo ist schon relativ heftig. Spray gibt es da oben. Die Rasierer sind so teuer, dass sie die hinter Glas geschlossen haben. Da muss man halt einen Mitarbeiter kommen lassen, der einem das aufschließt. Hier gibt es halt diese Hustenkaff-Dinger. Da muss man auch dann tatsächlich, wenn man sowas hier kauft, muss man tatsächlich auch einen Führerschein, also einen Ausweis vorzeigen, dass man über 18 ist. Und irgendwie hat das, glaube ich, auch was mit so Meth-Produktion zu tun oder so. Wie wir seit Breaking Bad wissen, dass Jesse diese Smurfs losschickt, diese Leute, die da diese ganzen Sachen kaufen, um es zu konzentrieren. Keine Ahnung. Ja, alle möglichen an Vitaminen, Zusatzstoffen, Vitamin C, B12, Komplex, keine Ahnung. Diese kleinen Coca-Cola-Döschen, wer noch mehr Müll pro Milliliter produzieren möchte, kann sich hier auf 222 Milliliter nur $90 pro Dose so ein kleines Döschen rumnippen. Die Minis und hier sind die Tiefkühl. Oh, hier da drüben, das Brotregal, das dürfen wir jetzt nicht auslassen. Ja, hier gibt es alles Mögliche an irgendwelche komischen, bizarren Cakes. Ist es ein Schwamm für die Spüle? Nein, es ist ein Schokoladen-Cream-Filled Snowball-Cake für 99 Cent. Und hier sind auch wieder diese ganzen Bagels und so. Und eine unglaubliche Menge an Toastbrot, aber alles ist so weich, dass man es einfach zusammendrücken kann, wenn man will. Hier ist es halt immerhin Vollkorn. Aber ist okay, man gewöhnt sich dran und man toastet es einfach, macht ein bisschen Mayonnaise drauf und ein bisschen Turkey Breast Aufschnitt und dann hat man halt auch ein, wie ich finde, geiles Sandwich. Nutella gibt es hier natürlich auch mit dem guten umweltfreundlichen Palmöl drin. Und hier ist es die Tiefkühlecke. Ich gehe mal die andere Richtung runter, das ist ein bisschen awkward mit der Frau da gerade. Hier wieder Hamster, Corona-Hamsterkäufe. So eine Pizza kostet hier 2,79. Das ist hier relativ billig, muss man so sagen. Und hier gibt es sehr viel an Pizza zu kaufen. 2,79, 4,88 für die Pizza, 4,49 für die Sunny Select Off-Brand Pizza, Newman's Own. Das ist von diesem Schauspieler Paul Newman. All Profits to Charity. Kostet allerdings auch hier irgendwie 5,59. Ja, hier gibt es noch weitere. 2 für 7, $3.50 pro Pizza. Das geht noch einigermaßen. Und hier sind noch so ein paar andere Produkte. Ihr seht es hier selbst. Und hier ist auch noch eine große Auswahl an Tiefkühlburritos in allen möglichen Varianten. Beef und Bean zum Beispiel, und Green Chili oder Spicy Beef oder Chicken ist wahrscheinlich auch irgendwo mit dabei. Beef Tamales. Und hier gibt es halt Chicken Nuggets in Dinosaurierform oder in normaler Form. In natürlicher Form, so wie sie natürlich vom
Chicken Baum gewachsen sind, die Chicken Nuggets. Und hier gibt es halt so diese Morningstar, das ist alles, sind alles vegane Produkte, die also aussehen, als ob sie aus Fleisch bestehen. Ja, und hier gibt es Tiefkühlgemüse. Das ist leider kein Rahmspinat, das ist einfach nur eingefrorener, kleingeschnittener Spinat. Also Rahmspinat gibt es hier leider nicht. Ich würde es häufiger mal machen, aber den müsste man sich selbst relativ aufwendig mit Creme Fraiche und angebratenen Zwiebeln machen und im Mixer und so. Also insofern verzichte ich da meistens drauf, das zu tun. Hier gibt es Meatballs, Ravioli, Texas Toast mit Garlic, mit Knoblauch drin. Weitere Fertiggerichte, alle so 6 Dollar, 5 Dollar, 6, 7 Dollar. Also alles nicht günstig. 3,50 Dollar hier für diese Pommes. Hier drüben noch mal ein kurzer Blick rein in dieses Regal. Hier gibt es auch weitere Fertiggerichte. Hier 1,72 für ein so ein Fertiggericht. Hier ist allerdings hier jetzt auch nicht so viel dran. 2,55 das hier. 2,50 Dollar für so eins. Hungry Man, woher wussten Sie, dass ich komme? 2,84. Und hier ist halt auch wieder so ein Spinach Soufflé, aber Simple Recipe of Chopped Spinach, gebacken mit Skim Milk und Eiern. Also, das klingt jetzt nicht so richtig nach dem Blub-Rahmspinat, aber es wäre ein Versuch wert für den nächsten Einkauf bei Foodmax. Und hier gibt es Chicken Enchiladas, 8 Enchiladas für 15,29 allerdings, das 1,6 Kilo Paket. Hier drüben gibt es Eis zu kaufen für 3,99 für so einen Beutel, beziehungsweise 1,89 für so einen kleineren Beutel, 7 Pfund, also etwa 3, noch was Kilo und hier 20 Pfund, also etwa 9, noch was Kilo. Hier drüben nochmal die weiteren Tiefkühlgerichte. Ja, es ist jetzt so ein bisschen repetitiv natürlich auch irgendwo. Waffeln, hier sind wir so im Süßbereich. Topping ist vielleicht was ihr mal probieren könnt, wenn ihr in den USA seid. Das ist halt so Whipped Cream, also Schlagsahne, gefroren meistens, müsst ihr auftauen. Aber hat noch so ein bisschen mehr so einen vanillig-süßen Beigeschmack. Also ist ein bisschen anders als die deutsche Schlagsahne. Ja, hier hört es dann auf. Hier gibt es Säfte, eingefrorene Säfte zu kaufen. Habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Hier ist das Telefon, der Draht in die Firmenzentrale. Und hier drüben gibt es das Eis. Sind wir fast durch hiermit. 5,19 Dollar für so einen riesen Pott hier. Ist 5 Quart, also fast 5 Liter. Ist jetzt nicht schlecht. Frozen 2, gebrandetes Eis. Sunnyside Farms ist halt wieder hier die Eigenmarke auch. Die Dairy, also Milch-Eigenmarke. Milchprodukteigenmarke von Target, von Foodmax, Safemart, Lucky. Ja, und ansonsten sind hier noch bemerkenswert das Häagen-Dazs Eis 3,48 und das Ben & Jerry Eis 3,48 auch. Wobei man sagen muss, es sind halt nicht 500 Milliliter wie in Deutschland, sondern 473. Und bei Häagen-Dazs verarschen sie den Konsumenten noch mehr, weil da haben sie das sogar nur auf 414 Milliliter runtergedampft. Einfach so, bei gleichbleibendem Preis. Dachten die Leute, merken es nicht. Aber ich habe es gemerkt. Ich schaue euch auf die Finger, Häagen-Dazs. So, wir gehen nochmal hier drüben hin. Hier gibt es Giftcards für alle möglichen Geschäfte zu kaufen. Das sieht hier nach einem Restaurant Großbedarf-Einkauf aus. Hier gibt es noch ein paar Chips, die guten Pringles, die kennt man halt auch aus Deutschland. Nur, dass es halt hier keine Paprika-Pringles gibt oder Paprika-Chips generell, wie ich schon mal erwähnt hatte. Und hier sind so ein paar Alkoholsachen drin, inklusive dem Jägermeister für 16 Dollar. Sind alle hinter Glas abgeschlossen oder verschlossen. Das heißt, man müsste auf jeden Fall jemanden rufen, wenn man sich jetzt hier was holen möchte. Jack Daniels, die ganz große Flasche, kostet mit 1,75 Litern, kostet 35 Dollar. Alkohol ist, denke ich, ein bisschen günstiger als in Deutschland hier.
Außer Wein oder sowas, das ist teurer. Bier ist auch teurer, würde ich sagen. Aber so harte Liquor, also wie Rum, Wodka, sonst was, ist tendenziell etwas günstiger als in Deutschland. Ja, der gute Korbel-Sekt für 20 Dollar die große Flasche ist jetzt auch ein ganz okayer Deal. Ja, das war Foodmax. Happy St. Patrick's Day. Ich glaube, der steht ja auch noch mal demnächst an. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Folding Chair 10 Dollar. US-Flagge. Was kostet die US-Flagge? Oh, hier gibt es noch einen Striped Umbrella. Das ist halt auch so ein bisschen patriotisch, der Schirm. Und was die Flagge kostet, weiß man nicht. Vielleicht ist die gar nicht zum Verkauf. Ich glaube, das ist nur Dekoration. Ja, genau. Grillkohle, also Feuerholz gibt es hier. Fire Logs, das sind die für zu Hause, für den Kamin. Dann gibt es hier richtiges Feuerholz noch für 8 Dollar. Für diese Packung hier. Diese Kiste. Und hier gibt es halt noch Grillkohle. Also 6,8 Kilo kosten hier zum Beispiel 7 Dollar. Und hier gibt es Zigaretten. Was kosten hier Zigaretten? Kostet 9,45 Dollar immerhin. Ist ganz interessant, die Zigarettenpreise sind hier sehr stark angestiegen, also steuerlich. Nehme ich mal an, bin ich mir ziemlich sicher. Also als wir nach Kalifornien gezogen sind, 2010, haben die Zigaretten weniger gekostet als in Deutschland. Also ich habe da jetzt nicht mehr geraucht, aber habe ich mir immer so aufgefallen. Und jetzt sind die mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Also eine Packung 9,90 Dollar für Marlboro und Basic, was auch immer das ist, kann man wahrscheinlich nicht rauchen, 10,58 Dollar. Camel kostet 10,89 Dollar und die Stange kostet tatsächlich 107,99 Dollar. Das ist ja schon relativ teuer. Ja Mensch, da lohnt sich das Rauchen hier wirklich nicht mehr. Wobei es jetzt hier auch keine großartige Auswahl ist. Also irgendwie gibt es hier nur Fortuna, Eagle, L&M gibt es hier noch für 7,99 €. Scheint etwas günstiger zu sein. Naja, gut. Wie gesagt, gut, dass ich nicht mehr rauche. Aber auch nur wegen den Preisen. Hier drüben gibt es noch ein bisschen Hundefutter. So ein Sack für so 22 Dollar, 17 Dollar. Weitere Grillanzünder, Feuerstarter. Bisschen weggeschlossene Babynahrung, die recht teuer ist, deswegen ist sie hier wahrscheinlich weggeschlossen. Die gute alte Redbox, das gibt sie noch, den Verleihautomaten. Videotheken gibt es jetzt nicht mehr, wie in Deutschland auch. Aber man kann hier halt immerhin noch DVDs, Spiele, beziehungsweise Blu-rays und Spiele ausleihen. Und hier kann man Münzen abgeben, habt ihr bestimmt schon mal in einem anderen Video gesehen, wenn ihr es gesehen habt, wo man halt hier Münzen in Gutscheinkarten oder gegen Gebühren Geld eintauschen kann. Ja, das war's. Hier gibt es nochmal den komischen, was auch immer, Kaugummi-Automaten am Rande. Und ich gehe raus. Ich weiß nicht, warum hat die Frau mich gerade angeguckt? Die Einkaufswagen sind hier natürlich auch noch zu bemerken. Wie groß diese Einkaufswagen sind, verrostet auch ein bisschen, aber riesig und abgelockt hier. Also der ist gesperrt. Ja, das war mein Video vom Foodmax. Gucken wir noch draußen an, Now Hiring. Wobei man jetzt wahrscheinlich von dem Gehalt, was man bei Foodmax kriegt, nicht überleben kann. Also in der Regel wird hier oder werden hier so 15 Dollar die Stunde oder so gezahlt, was auch jetzt mittlerweile, glaube ich, der Mindestlohn ist hier. Aber davon kann man, wie gesagt, jetzt eigentlich nicht überleben. Vielleicht so als Zweitjob oder so. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!